Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute mal wieder ein neuer Song von Tilo, ATM. At the moment, keine Ahnung. Wir werden sehen. Produziert das Ganze bei 808 Vibes. Hat auch sehr gute Beats bis jetzt geliefert und Melodien. Bin sehr gespannt drauf. Was haben wir wieder für ein Disclaimer? Das Musikvideo ist for Entertainment, Purple Only, Weapons and Drugs shown are Props. Makers of the videos do not violence or drug use of any kind. Wenigstens das. Wollen wir doch mal reingehen. Wollen wir doch mal gucken. Also ich muss ehrlich sagen, in letzter Zeit habe ich Tilo sehr vernachlässigt halt, ne, wegen diesen, weil die Songs halt viel zu sehr um die Drogen gehen. Was natürlich auch auf der einen Seite, ne, das Leben von Tilo beschreibt und auch zeigt, ey, nimmt den Scheiß nicht. Aber ich muss halt sagen, ich kann nicht mehr so viel relaten. Also ich weiß nicht, wer die letzte Album-Reaction oder EP-Reaction, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ist schon ja so lange, schon länger her, gesehen hat. Da ging es mir halt ein bisschen zu viel um den Shit und dann konnte ich halt nicht mehr relaten. Aber ich bin ja ein Mann, der gibt immer gerne wieder Chancen, weil ich habe Tilo damals, kurz bevor der Hype war, wurde er mir ja von einem von euch vorgeschlagen. Und da habe ich mir schon gedacht, ich so, ja, okay, geil, der hat irgendwo irgendwas Geiles so an sich. Irgendwie geile Stimme, geile, weiß ich nicht mehr, was mich da reingezogen hat. So, aber das hat so ein bisschen nachgelassen. Finde ich ein bisschen schade, aber wir gucken mal, wir gucken mal. Bro, immer diese Batzen von Scheine, ne? Der da richtig durchschallert, ne? Auch ein bisschen crazy, dass Tilo auf so einem Beat drauf geht. Ist schon irgendwo geil, so, ne? Mit dieser abgefuckten Stimme. Erinnert so ein bisschen an diesen amerikanischen Style. Ich meine, man merkt ja auch, ne? Tilo geht so ein bisschen mehr in diese Richtung mit rein. Ach, krass. Ja, Xanax war ja Laidback. No Money haben die Ladyback. Mit dem Double Cups hab ich Demons weg. Komm, ich ficken, no, das geht nicht. Denn Junkies, die Strapping sind eklig. Ich mach dich kalt, würde es heißt, er versteht sich. ATM, los, gib Cash, ich bin Sieg. Ich brauch ein ATM, ja, mit. Bro, okay, der Part hörte sich schon wieder verdammt geil an, ne? Mein, was da drin passiert, ne? Lassen wir mal außen vor. Aber das ist mal wieder ein Song, also auf jeden Fall der Part, der mir schon gefällt. Also Real Talk. Addicted to money, hair and pressing T-shirt. Yellow bitch, I'm a junkie. Ich werfe Pillen, ich werf Money. Sie wollen mich testen wie Dummies. Ja, ich kam frisch ins Game und snack da alles weg, fand ich funny. Sechs Pillen, Baby, rock and roll. Geil, diese Automate einfach einzubauen. Halleluja. Starkes Ding, starkes Ding. Das ist auch wieder sehr, sehr geil gemacht. Bitch, I'm a junkie. Ich werfe Pillen, ich werf Money. Sie wollen mich testen wie Dummies. Ja, ich kam frisch ins.
ins Game und snack da alles weg, fand ich funny. Sechs Pillen, Baby, Rock'n'Roll. Ich bin mir sicher, dass wie Elvis mich auch Cody holt. Pop Auction, Baby, das hier wird ein Rodeo. Bro, ich dachte, der ist auf den Zug gewesen und sowas. Ja, man ist ja geisteskrank, wie der. Das ist halt so die Sache, die mich so ein bisschen stört. Ne? Das ist halt so schade irgendwo auch am Ende des Tages, ne? Ich meine, wir müssen nicht reden, ne? Tilo hat nie so getan, als wenn. Ja, okay, wo wollt ihr mit dem Satz hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, man weiß ja, okay, Tilo, Drogen, ne? Das gehört einfach leider zusammen. So, weil er in diesen Shit halt so süchtig ist. Das muss man ja einfach sagen. Man sieht's ja, man hört's ja. Finde ich halt schade. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass er nochmal einen Versuch. Ne, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der da, in welche Richtung der da geht. Dass er von diesem Scheiß endlich loskommt. Scheißegal, welche Drogen. Ob wir jetzt Drogen sehen wie Lean oder auch Alkohol. Dass er da ein bisschen runterfährt, das würde ich mir halt mehr wünschen und dadurch dann halt auch eine längere Zeitspanne hat und somit wir mehr Mucke haben, aber auch so geilere Mucke, so, weil klar, irgendwo kommt coole Mucke raus, ne, durch diese Scheiße, muss man ja einfach sagen, aber auf der anderen Seite wird die nachher, finde ich, so eintönig und ekelig auch irgendwo, wenn du, das merkst du so bei so vielen Künstlern, die so richtig süchtig sind und so eine Scheiße. Deswegen, da wünsche ich mir einfach, dass er da rauskommt und wünsche ihm da halt wirklich auch alles Gute. Das zu dem Thema, ne? Wie gesagt, ihr wisst, ich bin Anti-Drogen. Vielleicht hat man es auch gemerkt, gerade im Thema Tilo, der halt wirklich ja sehr viel über dieses Drogenthema rappt, was ja auch auf der einen Seite gut ist. Ich meine, ich muss mich da ja nicht immer wiederholen. Aber ne, das irgendwo wird es dann auch irgendwann zu viel und so. Und wenn dann der Sound da noch nicht mal zustimmt, dann ist das immer so ein bisschen ganz komisch, ne, der mir dann nicht so gefällt. Und dann denke ich mir, ja, okay, Bro, ich brauche erstmal ein bisschen Abstand von deiner Musik. Ist ja ganz normal, ne, für jeden da draußen. Ey, wenn ihr irgendwas habt, was sich auf einmal ändert, ob es Musik ist, ob es vielleicht zu irgendeinem Freund so eine Einstellung ist, ne, wie, ihr verändert euch, ich verändere mich. Ist ja ganz normal. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Song, der war schon wieder sehr geil, weil der so, dieser Beat hat geschoben und Tilo war da richtig gut drauf, vom Flow her, von Sound seiner Stimme her, wie er, ne, es war sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Abgesehen von den Drogenshit, müssen wir nicht drüber reden, habe ich jetzt auch oft genug gesagt, tut mir leid auch an der Stelle, aber ne, mir ist es halt wichtig, dass man auch versteht, warum ich auf der anderen Seite nicht so viel jetzt mehr auf Tilo reacte und vielleicht auch ein bisschen zu spät reacte auf manche Sachen. Halt, weil manchmal ist es auch tagesbedingt, dass ich dann sage, ja, okay, komm, gib mir den so wie heute. Komm, ich höre mir das mal an. Und jetzt bin ich froh, dass ich mir das angehört habe, weil richtig geiler Sound. So, am Ende des Tages ist der Sound richtig gut, hat richtig Spaß gemacht zu hören. Und bin gespannt, was da noch kommt von diesem jungen Mann. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute, dass er ein bisschen runterfährt, auch in seinen Songtexten, dass es da ein bisschen runterfährt. Und er wieder mehr auf diese Schiene kommt, wie jetzt, dass er geile Musik produziert, einen geilen Sound hat. So wie wir Tilo halt auch von Anfang an kennengelernt haben. Wir werden sehen. Bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.